Also man kann machen, was man will. Zuckerrüben sind mit einem natürlichen Diebstahlschutz versehen. Man kriegt die nicht einfach so aus der Erde gerissen. Dabei sind die so wichtig. Die Kampagne, also die Ernte der Zuckerrüben, beginnt im September, geht bis in den Dezember, bis ans Ende des Jahres. Und gerade bei uns hier im Rheinland ist die Zuckerrübe zu Hause. Es gibt jede Menge zu tun während der Kampagne. Und deshalb schickt man solche Geräte hier auf die Strecke. Das ist der Eurotiger und der macht gleich 6 Reihen davon weg. Wir unterhalten uns heute mal über Zucker. Ohne Zucker geht es nicht. Es dürfte jedem schwerfallen, sich ein Leben ohne die richtige Portion Süße vorzustellen. In Mitteleuropa ist die Zuckerrübe Hauptlieferant für Zucker. Sie gehört zur Familie der Fuchsschwanzgewächse und wurde eigens für die Zuckergewinnung gezüchtet. Es war ein langer Weg, vom Rohrzucker bis zur Zuckerrübe. Gucken Sie sich mal an, was das für ein steiniger Weg war. Vor knapp 200 Jahren war Zucker noch ein unerschwingliches Luxusgut. Nicht zuletzt deshalb, weil das tropische Zuckerrohr damals der einzige Lieferant für Zucker war. Er galt als kostbares, seltenes Gewürz und war Statussymbol der Wohlhabenden. 1747 entdeckte Andreas Sigismund Markgraf mit der Runkelrübe eine Zuckerpflanze. Etwa 50 Jahre später legte sein Schüler Franz Karl Achat den Grundstein zur ersten Rübenzuckerfabrik, wodurch sich im Laufe des 19. Jahrhunderts die Rübenzuckerindustrie in Deutschland entwickelte. Das kostbare Süß wurde nun für jedermann erschwinglich. Und der Siegeszug des Zuckers war nicht mehr aufzuhalten. Im Jahre 1870 schlossen die Kölner Pioniere der Zuckerindustrie, Emil Pfeiffer, Eugen Langen und Valentin Pfeiffer, einen Vertrag zur Errichtung einer Rübenzuckerfabrik im rheinischen Elsdorf. Damit war der Grundstein für die Entwicklung der rheinischen Zuckerwirtschaft zu einem der bedeutenden Zentren moderner Zuckerindustrie in Europa gelegt. Zurück auf dem Feld. Der Fachmann nennt die Rübenernte zwischen September und Dezember Kampagne. Und genau so einen Fachmann treffen wir jetzt. Clemens Esser ist Mitarbeiter des LIZ. Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich der landwirtschaftliche Informationsdienst Zuckerrübe mit Sitz im rheinischen Elsdorf. Zuckerexperte Esser weiß, warum die Zuckerrübe für den rheinischen Landwirt so wertvoll ist. Also hier im Rheinland spielt die Zuckerrübe eine wichtige Rolle. Sie zeichnet sich eben dadurch aus, dass, ja, ich sag mal, der Gewinn im Grunde genommen aus dieser Frucht feststeht. Das ist geregelt über die Zuckermarktordnung. Und wenn normale Erträge erwachsen, dann kann ein Landwirt eigentlich im Vorfeld sagen, wenn ich so und so viel Fläche Zuckerrüben anbaue, mal diesen Preis, den ich erhalte dafür, kann er seinen Gewinn einschätzen im Vorfeld. Das ist anders wie bei anderen Fruchtarten, wo das eben mehr marktabhängig ist. Und dabei ist Rübe nicht gleich Rübe. Die Zuckerrübe ist etwas Besonderes, Königin unter den Knollen, zuckersüße Diva im Erdkleid. Ach, lassen wir das den Experten doch selber erklären. Naja, die Zuckerrübe ist eben darauf gezüchtet, dass möglichst viel Zucker daraus gewonnen wird. Bei einer Runkelrübe oder Futterrübe, das sind eben Rüben, die haben auch einen Zuckeranteil, der liegt aber deutlich niedriger. Da geht es aber darum, dass man hier das Futter nutzen will, als Futter nutzen möchte. Und hier noch einige Fakten. 35 Kilogramm Zucker vernascht der Bundesbürger im Jahr. Das sind circa 100 Gramm am Tag. Weißer Kristallzucker hat dabei nur einen geringen Anteil. Der Großteil ist versteckt in Lebensmitteln oder Getränken. So, ist alles ganz schön und gut. Wir haben jetzt viel über Rüben erfahren. Aber wir müssen jetzt auch Rüben fahren, also einfahren. Mit diesem Roder. Eurotiger steht drauf. Ein hochtechnisches Gerät, das eigentlich alles kann. Also das rupft das Ding aus der Erde, schneidet das Grün ab und das so schon, dass von vorne bis hinten alles an der Rübe dran bleibt. Das ist jedenfalls die Theorie. Wir gucken uns das jetzt mal an. Das ist wie Panzerfahren. Jetzt geht's den Rüben an den grünen Kragen.
gleich 6 Reihen gleichzeitig kann dieses Monstrum abernten. Am Steuer der gelben Bestie sitzt Landwirtin Andrea Dürselen. Erstaunlich viel Technik findet sich im Cockpit der Maschine. Dies ist aber auch notwendig, um 10.000 Quadratmeter in der Stunde abernten zu können. Einmal in Fahrt steuert sich der Koloss von ganz alleine. Sensoren halten die Werkzeuge wie von Geisterhand gelenkt in der Spur. So füllt sich der Laderaum in kurzer Zeit mit dicken, saftigen Zuckerrüben. Wir kommen jetzt im Vollernter angefahren. Ich nenne es einfach mal Vollernter. Ich kenne das aus der Waldwirtschaft. Diese Harvester kennt man ja. Die nehmen sich den Baum, entasten den und sägen den gleich in kleine Stücke. Und eigentlich ist das bei der Maschine hier nichts anderes. Die Rübe wird geortet, also mit so einem Detektor vorne. Dann kommt ein Messer, schneidet das Grün ab. Und dann kommt ein, das ist eine Kralle oder sowas. Und rupft, wie heißt das? Rodeschar. Oh ja. Und rupft die Rübe raus, ohne sie zu beschädigen. Weil er hat uns erzählt, es ist immer ein bisschen gefährlich, dass man da auch aufpasst, dass die Rübe im Ganzen geerntet wird, weil man sonst hohe Verluste hat. Das möchte man nicht. Und wir achten darauf. Und deshalb fährt die Frau Dürselen auch heute nicht so schnell. Für uns. Danke. Bitte. Eine einsilbige Lady, diese Landwirtin. Aber man muss nicht viele Worte verlieren, um einen Haufen Rüben zu ernten. 22 Tonnen Ladung pro Fahrt kann Andrea Dürselen mit ihrer Maschine transportieren. Am Rande des Feldes werden die Zuckerrüben anschließend zu Mieten aufgeschichtet und später abgeholt.